Moin, Johannes hier gegen Age Genius, H Genius, wie auch immer. Heute ein kleiner Twist mal wieder beim Blitzschach, 5 Minuten Bedenkzeit. Aber ich lege mir selbst berührt geführt auf. Das ist was, was online wenig verbreitet ist, weil es eigentlich in jeder Konstruktion relativ leicht zu umgehen ist technisch. Aber was am Brett natürlich leicht zu folgen ist, und da wiederum gibt es eigentlich nur Partien, die mit berührt geführt gespielt werden. Und wer das bisher vielleicht tatsächlich nur online betrieben hat, das Schachspiel, der sollte das auf jeden Fall mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, an einem Brett zu wissen, wenn ich die Figur jetzt in die Hand nehme, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann wird diese Figur ziehen. Es gibt dann ganz wenige Ausnahmen, in denen man dann doch was anderes ziehen darf, aber das ist immer mit Strafandrohung quasi bewährt. Und das ist ein anderes Gefühl. Das macht einen Unterschied, ob ich jetzt, wenn ich den König hier auf G1 gehoben habe, ob ich dann noch zurückgehen kann, ihn wieder abstellen kann und mit dem Läufer ziehen, oder ob ich daran gebunden bin, diese Entscheidung durchzuziehen. Das ist auch eine Pokerface-Geschichte oder ja, eine Geschichte, die eben dem Poker verwandt ist. Wenn ich dann, während ich den Zug mache, sehe, dass er schlecht ist, muss ich ihn trotzdem mit Überzeugung spielen, weil mein Gegner natürlich sonst direkt darauf gestoßen wird, dass da was schief läuft, dass er da eine Möglichkeit hat, davon zu profitieren. Das ist nie leicht, das über die Zeit sich anzugewöhnen. Ich muss jetzt hier schlagen, weil ich den Springer ganz online-typisch schnell gepackt habe. Ich hatte den Plan, aber ich hätte mir das online erst überlegt, wenn mein König, wenn mein Springer hier drüber hovert. Und auf dem realen Brett muss ich das früher tun. Die Idee ist jetzt hier Springer, läuft Dame nach E4. Mann, 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 Mann. Mit der Drohung Dame schlägt H7 matt. Die Frage ist, kann ich gegen einfaches F5 dann vernünftig weiterspielen? Ich sehe erstmal nichts. Bereiten wir es mal noch ein bisschen vor, indem wir dem Springer hier weniger Bewegungsraum geben. Was ist die schwarze Idee? Vielleicht Springer G4 mit der Drohung. Dame schlägt H2 matt. Begegnen wir dem Ganzen mal so. Bisher geht's noch, aber ich bin tatsächlich das Spiel mit berührt geführt nicht mehr so gewohnt, wie ich das früher war. Und ich hoffe, dass ich auch die Regeln nicht breche. Ich kann hier leider in Lichess keine Einstellung machen. Ich würde das manchmal eben gerne tun, auch wenn es mich dann gegenüber anderen Spielern, die das nicht aktiv haben, behindert. Aber das gibt es bei der Blindschacheinstellung zum Beispiel ja auch. Also ich würde gerne mit Vorgabe spielen. Ich würde gerne aber auch das machen, dass ich hier einfach sage, ich möchte mit berührt geführt spielen. Auch vielleicht gerade, wenn ich mich für das Spiel am echten Brett verbessern will. Und nachdem ich hier den Bauern auf E3 angefasst habe, gibt es nur noch den Zug E4, dann kann man im Grunde auch direkt ziehen. Dann muss man eigentlich nicht mehr nachdenken. Das heißt, das Denken ist bei der realen Partie, die eben mit berührt geführt gespielt wird, ein Stück nach vorne verlagert. Ich muss zu Ende gedacht haben, bevor ich die Figur anfasse. Hier online kann ich eben die Figur erstmal anfassen, mal probieren, mal so ein bisschen, ist auch vielleicht typisch für unsere Zeit, mal ein Gefühl für kriegen, erstmal dran fassen, ausprobieren, schauen, wie läuft's. Und dann sagen, gut, ich mach's oder ich mach's nicht. Ich öffne jetzt die Linie hier und wollte dann eigentlich Läufer D2 hinterher spielen. Ist vielleicht auch noch ein Weg, aber ich habe auch eventuell Dame schlägt D5. Dame schlägt D5. Müsste eigentlich gehen, weil der Turm hier kaum runterkommt. Sehe da jetzt erstmal keine großen Drohungen, die Schwarz direkt hätte. Er kann hier runterkommen. Was ist mit Läufer D2? Läufer D2 sieht stark aus. Läufer D2 sieht stark aus, weil er dann mit seinem Turm hier hinten auf der Grundlinie keinen Schaden anrichten kann. Ich kann jetzt mit dem Turm schlagen oder mit dem Läufer. Ich schlage mit dem Turm. Sobald ich ihn angefasst habe, ist Turm schlägt F1 der einzig gültige Zug und den muss ich dann auch machen. Der einzige gültige Turmzug, wohlgemerkt. Ich habe nämlich eben diesen Turm ja schon berührt und das Schach, das hier der Turm auf F1 dem König gegeben hat, kann ich eben dann nur parieren, indem ich mit dem Turm auf F1 schlage.
Dame schlägt D7, Fragezeichen. Hier gibt es ein paar schöne Leichtfiguren auf schwarzen Feldern. Vielleicht kann man da irgendwo einen schönen Spieß oder eine Gabel oder so unterbringen. Ich sehe nichts, deswegen erstmal den einfachen Bauern gewinnen, in Anführungsstrichen. Ich habe das Läuferpaar, ich habe zwei Bauern Vorsprung. Ich habe hier jetzt einen Freibauern auf der D-Linie kreiert durch dieses Dame schlägt D7. Und ich glaube, ich will jetzt anfangen, Material abzutauschen. Vielleicht aber erst noch diesen Vorstoß hier. F5. F5 sieht mir noch stark aus. Auch wenn ich die Dame ein Stück weiter befreie, aber ich bringe diese Springer hier hinten in Not. Auf G6 und H6. Zumindest hoffe ich, dass ich sie in Not bringe. Schauen wir mal, wie H-Genius, H-Genius das sieht. Ich habe hier leider keine Landeseinstellungen und das ist, glaube ich, auch unsere erste Partie miteinander, genau. An den Namen zumindest habe ich mich nicht erinnert. Und jetzt muss er erstmal schauen, wie er mit den Springern hier hantiert. Er könnte mit dem Springer versuchen wegzuziehen. Da bietet sich aber außer H8, und das sieht wirklich skurril aus, Springer H8, Springer G8, Springer H8 und Springer H6. Ansonsten findet der Springer nicht wirklich eine schöne neue Heimat. Und da scheint er jetzt auch dran zu knabbern, mein Gegner. Was würde ich denn nach Springer G8 machen, was jetzt erstmal so der sichtbarste Zug ist? Was würde ich da ziehen? Er schlägt, dann kann ich auch schlagen, und zwar schlage ich mit dem Läufer. Es ist jetzt zu spät. Ich habe ihn angefasst auf D3. Müsste gehen, aber eigentlich war ich ja noch am Denken, ihr habt es ja auch gemerkt, der Prozess war ich noch, die Überlegung, schlage ich mit dem Läufer, schlage ich mit der Dame. In einem Online-Blitz habe ich halt schon mal den Läufer in der Hand, sicherheitshalber, schadet ja nichts, und kann ihn dann immer noch zurückstellen. Und wenn ich mich entscheide, mit dem Läufer zu ziehen, habe ich ihn halt schon mal da. Habe ihn vielleicht auch schon über der Zielfigur, muss ihn nur noch absetzen und habe mit wenig Zeitverlust dann den Gegner wieder am Zug. Ist diesmal gut gegangen, würde ich mal behaupten. Und der nächste Läufer, der nächste Springer von Schwarz findet eben auch kein Zuhause. Schlage ich mit dem Läufer oder kann ich die Dame hier fangen? Dame kann ich nicht fangen, dann schlage ich hier. Ich habe ja Materialvorsprung. Kann ich die Dame jetzt fangen? Mit Läufer F4. Mit Läufer F4 kommt sie nach H4 weg. Aber da steht sie natürlich nicht so richtig schön. Ich glaube, das macht schön Druck. Schwarz hat jetzt auch nur die Dame, das macht es für mich ein bisschen leichter zum Rechnen. Die Dame, um hier noch Spiel zu kriegen. Läufer nach D6 ist meine Idee. Das gibt ihm zwar einen Schach hier auf E3, aber dann komme ich in die Ecke weg. Und wenn er den Turm bewegt, fällt der Bauer auf F7 mit katastrophalen Folgen. Da konvergieren ja der Turm und die Dame drauf. Das heißt, der muss mit dem Turm unbedingt da bleiben. König H1. Wie geplant, er hat kein Folgeschach mit der Dame. Dame schlägt H3, funktioniert natürlich nicht. Dame G1 genauso nicht. In beiden Fällen verliert er einfach seine letzte aktive Figur. Und jetzt ist halt die Frage, was macht man? Ne? Den Turm ziehen möchte man nicht. Das ist nochmal eine interessante Variante. Dann klebe ich mich erstmal an meinen König dran mit dem Turm. Hab Zeitvorsprung. Jetzt kann er mit dem Turm im Prinzip weg. Tut er auch. Kann da verdoppeln. Gehe mal hierher und versuche den Abtausch zu erreichen. Abtausch. Abtausch. Und dann die Bauern hier hinten abholen. Ah, er kriegt den Bauern hier. Nee, kriegt er. Möchte er gar nicht. Er deckt seinen eigenen Bauern. Dann versuche ich mal seinen Turm zu vertreiben. Decke meinen Bauern. Und kann jetzt hier meinen eigenen Vorstoß weiter vorantreiben. Er tauscht nicht ab, dann kriege ich aber den Bauern. 11 Sekunden Rest für H-Genius. Ich habe Verbindungsprobleme, Zeitprobleme auch tatsächlich. Seine Zeit wird eng. Ich pre-move mal das, wobei das ist eigentlich dem Gedanken von Berührt geführt wahrscheinlich zuwider.
Ja, ich habe ihn berührt. Ich muss ihn jetzt ziehen. Das ist ärgerlich. Damit verliere ich nämlich den Bauern. Jetzt habe ich den Turm berührt. Jetzt versuchen wir mal den Abtausch reinzukriegen. Ah, ich habe den Bauern berührt. Mann, 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 Mann. Nicht, dass ich das am Ende hier noch verdumme durch solche Pre-Move-artigen Züge. Dame. Auf Zeit gewonnen. Und das war berührt geführt online. Ja, vielen Dank euch fürs Zugucken. Wer Spaß an dem Experiment hatte, darf es gerne für sich selbst wiederholen, darf auch gerne ein Video davon machen, auf YouTube hochladen und auch gerne in den Kommentaren hier verlinken. Ansonsten freue ich mich immer über einen Daumen hoch für das Video. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, bis dann am besten gleich ein Abo machen.